Ja, also zuerst sind wir halt in Führung gegangen und dann unglücklich wieder durch einen Fehler von mir, muss ich auch sagen, wurde es ausgeglichen. Und dann gab es eine Phase auch bis kurz in die zweite Hälfte rein, wo wir dann nicht so gut waren, wo wir dann auch noch das 2-1 kassiert haben. Dann haben wir dann aber wieder aufgedreht, zum Glück, und haben ausgeglichen und haben uns dann durch die Nachspielzeit gespielt. Also wir haben sie ja vor allem auch durch eine ganz, ganz hohe Bereitschaft wirklich in die eigene Hälfte eingeschnürt. Und dann fehlt es natürlich dann ein bisschen am Glück, wenn 11 Mann im Strafraum stehen. Plakativ gesagt, war natürlich nicht so, aber wenn sie halt bunkern, so, dann muss der Ball mal durchflutschen. Das hat nur zweimal geklappt. Ja, wenn es ein drittes Mal der Fall gewesen wäre, wäre natürlich cool gewesen. Aber so gehst du halt raus. Ja. Wir haben die Anweisung war, dass wir eben laufen so viel wir können und kämpfen, weil das geht immer. Und dann versuchen wir dadurch zu gewinnen. Und wenn es klappt, dann ist es super. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Spielerisch natürlich in einigen Situationen unausgereift, ist ja klar, bei 15-Jährigen. Gut, dann kommen halt eklige Sachen zusammen, dass man hier einen Hund hat, der über den Platz läuft, dass man bei den Städten keinen hat, der wegen Zeitspiel verwarnt wird, obwohl 3, 4 Minuten allein in der Nachspielzeit von der Uhr genommen wird und die wird auch nicht nachgespielt. Aber gut, das ist natürlich ein Hadern. Das wäre jetzt unfair den Städten gegenüber, wenn man das daran festmachen müsste. Wir haben es einfach nicht geschafft, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Wir haben es nicht geschafft, unseren Vorteil, den wir ganz klar hatten, auszuspielen. Und dann gehst du halt im Elfmeterschießen raus. Das ist dann halt der Fußball. Am Elfmeterschießen ist es ja immer mit Flexen und so. Man muss auch ein bisschen Glück haben. Was soll ich sagen? Da hatten wir ein bisschen mehr Glück am Ende dann. Ich glaube, das wird uns schon ordentlich motivieren. Es ist nun so, dass erst das Pokalspiel ist und dann die restlichen Ligaspiele. Aber trotzdem denke ich mal, dass das der gesamten Mannschaft unheimlich viel Selbstvertrauen wieder gegeben hat heute. Und ja, wir dadurch durch so ein positives Erlebnis auf jeden Fall immer einfach mehr Lust noch auf Fußball haben, als wir es sowieso schon haben. Und das wird uns sicherlich helfen.